Was macht man nicht alles, ne? Um halt an irgendwelche Golem-Kontrollwörter zu gelangen. Oh, guck mal, Kräuter. Kräuter nehme ich gern. Hallo? Macht er nicht? Gut, fangen wir an. Warum denn nicht? Weil das Inventar voll ist? Hängt das damit zusammen? Problem ist ja auch, was packe ich denn jetzt weg? Wir haben ja noch diese ganzen komischen Möchtegern-Kristalle, ne? Ich weiß auch nicht, was ich damit anfangen soll. Ich muss das echt mal googeln. Das sind so Dinge, weißt du? Ich will das nicht unnötig verkaufen, wenn ich es wirklich noch gebrauchen kann. Wenn ich es verkaufen kann, ja gut, dann brauche ich aber Gewissheit, jo, du kannst es einfach verkaufen, weißt du? Das wär toll, aber ja, habe ich nicht. Wo waren denn jetzt hier diese Dinger, die ich hatte? Schlangengift, tralala. Hier, sowas hier kann weg. Brauche ich nicht. Wir haben so viel Zeug, ne? So viel. Aha. Jetzt kann ich. Wie ihr wünscht. So. Ist weg, ist es weg. Ich kann noch irgendwas herstellen. Ach so. Ah, Illyrium-Trank. Ja, komm, stellen wir her. Dann ist da auch wieder ein Platz frei. Ist mir so gar nicht vorher aufgefallen. Hey, ich könnte noch einen Illyrium-Trank herstellen. Ja. Großer fehlerhafter Eiskristall. Diese Dinger, ich weiß nicht, wer die gebrauchen kann. So gar nicht. Ihr wünscht? Müssten wir mal echt in Erfahrung bringen bei Gelegenheit. Oh. Bisschen tot. Oh Gott. Nicht die schon wieder. So. Oh shit. Ein Staubgeist! Ein Staubgeist! Was ist denn ein Staubgeist? Das war jetzt die große Rüstungstrennung. Und nochmal die kleine. Ja gut, macht tatsächlich mehr Schaden, die größere. Okay. So, Morrigan, du stehst mir manchmal voll im Weg, ne? Ring des Erntefestes. Na, könnte dann gleich jemand das auch mal tragen. Das können wir mitnehmen. Außergewöhnliche Jadesteine, das sieht aus wie ein Geschenk. Brauchst du jetzt einen Krieger oder Schurke? Was ist? Krieger oder Schurke? Was haben wir denn? 5% Geistschaden, Naturschaden. Das sind eigentlich beides Dinge, die ich nicht habe, ne? Hast du Geistschaden? Ich habe keine Ahnung. Normalerweise wahrscheinlich schon. So. Liliana. Ich bin bereit. Ach du Scheiße. Aha. Ist eh nichts für diesen Charakter. Ein Magierstab plus ein Magie ist eigentlich auch irrelevant, ne? Starker Wärmebalsam. Feuerresistenz. Kann ich alles nicht wirklich verwenden, ne? Mein Inventar ist einfach so klein. Ein Buch. Das Tagebuch des Verzauberers Wilhelm. Sollen wir es angucken? 13. Pluitanis. Die Befragung des Dämons verläuft gut und ist ausgesprochen faszinierend. Vorausgesetzt, er sagt die Wahrheit. Ich habe all meine bisherigen Ergebnisse an den ersten Verzauberer Aden geschickt, der trotz seiner Sorge um meine Sicherheit nicht der Meinung ist, dass es einen Grund gibt, bereits aufzuhören. Ich hoffe nur, dass die Templer nicht herausfinden, was ich hier mache. Wie sollen wir jemals eine andere Möglichkeit finden, mit dämonischer Besessenheit umzugehen, wenn uns die Kirche keine Forschung gestattet? 20. Iluviesta. Der kleine Matthias ist heute erneut fast hier heruntergekommen,
und dieses Mal hatte ich vergessen, die Barriere aufrechtzuerhalten. Ich denke, ich sollte die Verteidigungsmechanismen so einstellen, dass sie alle von meinem Blut verschonen. Ich nehme es lieber in Kauf, dass der arme Junge in das Labor stolpert, als dass er durch meine Vergesslichkeit den Tod findet. Der arme Junge, er will nur wissen, warum sein Vater so viel Zeit unterhalb des Turms verbringt. Ich schwöre, dass ich schon bald mehr Zeit mit ihm verbringen werde. 28. Eloviester. Shale verhält sich merkwürdig. Ich frage mich, ob ich meine Experimente an dem Golem nicht vielleicht beenden sollte. Ich bin mir sicher, dass ich kurz vor einem Durchbruch stehe. Ah, vielleicht ist es das Beste, wenn ich auf den Dämon konzentriere. Ja. Zweite Matrinalis. Fast wäre es dem Dämon gelungen zu entkommen. Er ist raffiniert, ich muss vorsichtiger sein. Der junge Eamon hat mich in einem Brief gebeten, nach Redcliffe zurückzukehren. Ich werde es in Erwägung ziehen. Bald. 11. Matrinalis. Ist das möglich? Was für eine faszinierende Entdeckung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Dämon versucht hat, mich unter allen Umständen davon fernzuhalten. Oder hat er mich zu dieser Information geführt, indem er vorgab, sie mir vorzuenthalten? Ich muss die Wahrheit wissen. 19. Umbralia. Ich denke, es ist an der Zeit, den Dämon loszuwerden. Es ist zu gefährlich, ihn weiter festzuhalten. Außerdem kann ich die Möglichkeit nicht ausschließen, dass er Einfluss auf den Golem nimmt. Oder liegt es an meinen Experimenten? Ich werde versuchen, Shale vorerst zu deaktivieren und mich dann ein für alle Mal des Dämons zu entledigen. An diesem Punkt muss es enden. Es gibt keine weiteren Eintragungen aus dem Tagebuch des Zauberers Wilhelm Sulzbacher. Okay. Haben wir nochmal so einen komischen Kristall? Alles diese komischen Kristalle, die dieser Charakter nicht verwenden kann. Ich gehe davon aus, dass es irgendwie eine Waffe für irgendwen, für irgendwann. Ich habe aber keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Hier auch nochmal. Ist auch wieder so ein Waffendings, ne? Ja. Keine Ahnung. Achso, es sind einfach ganz normale Wurzeln, die hier weiter in die Tiefe gehen. Okay, gehen wir hier mal lang. Kitty! Amalia. Oh, schau, da ist jemand zum Spielen. Ihr seid doch hier, um zu spielen, oder? Naja. Wir machen gerade ein Ratespiel. Zu mehreren ist es viel lustiger. Wer ist wir? Kitty und ich natürlich. Oder seht ihr hier noch jemanden? Wie auch immer, ihr solltet gehen, wenn ihr nicht spielen wollt. Kitty findet euch verwirrend. Die Katze findet mich verwirrend? Kitty ist klug. Sie sagt, ihr wollt mich zurück zu meinem Vater bringen. Aber ich werde nicht gehen. Sie wäre ganz allein. Du bist so freundlich, Amalia. Ich würde dich sehr vermissen, wenn du gehen würdest. Die Katze spricht? Natürlich, Dummkopf. Sprechen ist ganz einfach, sobald man weiß, wie es geht. Na klar, und wer seid ihr wirklich? Ich bin eine Katze. Wirklich? Ja, vertrauenswürdig. Was ihr sagt, wird Amalia davon überzeugen, mit euch zu gehen. Sie liebt nur mich. Ich bin ihre Freundin. Und ihr seid nur ein Fremder. Ein Fremder, der euch überaus interessant findet. Oh, hast du das gehört, Amalia? Ich habe noch einen Bewunderer. Das liegt daran, dass du so wunderbar bist, Kitty. Ich bin seit Jahrzehnten in dieser Kammer gefangen, von jedem Kontakt mit der Außenwelt abgeschnitten. Das kann einen wahnsinnig machen. Das glaube ich. Sterblicher. Und überlasst mir das Mädchen. Lasst uns zu ihrem Vater zurückkehren und diesen Ort für immer verlassen. Was will die Katze mit dem Mädchen? Wollt ihr von ihr Besitz ergreifen? Was für eine rüde Formulierung. Ich will Amalia nichts tun. Nur eure Welt durch ihre Augen sehen. Ist das so falsch? Möglich.
Überreden, lügen. Ich werde euch befreien und das Mädchen könnt ihr auch haben. Nein, ich höre es in eurer Stimme. Ihr lügt. Ihr wollt mich hintergehen. Das werde ich nicht zulassen. Nein, Kitty! Ihr werdet mir das Kind nicht wegnehmen. Sie ist nun mein. Für immer! Na klasse. Noch so ein besessenes Kind. Na klasse. Okay, das hat jetzt weniger gut funktioniert, ne? Kitty, der Dämon. Oh Gott. Na komm. Ja, ich würde sagen, Dämon down. Jetzt noch die hier mal eben schnell erledigen. Du nimmst mal einen schwachen Wundumschlag. Und du ebenfalls. Okay. Helm von Honlys. Hm. Korde der geplatzten Träume für Maria. So, Entschuldigung. Ja, was schmeiße ich denn dann jetzt wieder weg? Och, das ist doch furchtbar. Ich, ne, der Rollenspiel-Messi. Und so. Haben wir da nicht noch irgendwo so ein Kristall oder sowas, den ich wegschmeißen kann hier? Ich hab ja keine Ahnung. Noch so ein Bogen. Sylanholz klingt so wertvoll. Ich habe keine Ahnung. Hier, komm weg damit. Kommt der weg. So. Oh Mann. So, trägst du denn schon einen Gürtel? Oder kann ich dir die Hose so runterziehen? Willenskraft, mentale Widerstandskraft. Na komm, nimm mal. Trag mal. Okay. So, was haben wir jetzt hier für ein tolles Rätsel? Ich ahne Schlimmes. Aber ich sehe auch nicht, dass ich hier irgendwas benutzen kann. Ah, okay. Ich kann auf jeden Fall hier Schaden kriegen. Das ist doch schon mal toll. Ja, aber... Das sieht mir doch sehr stark nach einem mächtigen Rätsel aus, dass hier der Strahl wahrscheinlich irgendwo hingeleitet werden muss. Wahrscheinlich bis hierhin oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich sehe hier nichts, mit dem ich hier was benutzen kann. Hm. Sehr merkwürdig alles. Ich wüsste halt leider nicht, wie ich hier irgendwie eine Plattform verschieben kann oder sowas. Hm. Doch keine Hebel hier oder sowas. Na gut, dann gehen wir mal. Bericht erstmal, Job. Tochter tot. Ich bin schuld. Das ist derselbe Schaden, den ich da auch schon habe. Hätte jetzt noch gedacht, dass halt eine Kristalle irgendwie stärker ist als andere, aber nö. Mal so gar nicht. Falls wir irgendwann mal so einen Charakter haben, der überhaupt mit den Kristallen umgehen kann, ne? Hm. Okay. So, nö. Ich glaube, ihr Vater wird nicht sonderlich erfreut sein. Vielleicht können wir sagen, oh, die war schon tot. Ich habe keine Ahnung. Ist halt jetzt weniger gut gelaufen, ne? Wie lange braucht ihr denn da? So,